Okay, ich behalte alles, was... Ja, am besten Stufe 3 aufwärts ist, weil der Rest ist... Ja, weiß ich nicht. Brauchen wir alles nicht in dem Sinne. Also können wir alles getrost verkaufen. Das sind die Sachen, die wir aktiviert haben. Ritualschwert des Chaos. Warte mal, das ist das... Aha. Aha. Das muss ich mir vorher mal angucken, bitte. Das muss ich mir mal vorher angucken. Und ja, wir werden viel in Menüs auch hängen, weil hier gibt es viel zu beachten. Okidoki, zeig mir mal das Schwert, was wir gekriegt haben. Oh, Entschuldigung. Eisenwert Stufe 3, Ritualschwert hier. Schwert des Chaos. Oh, eine spezielle Attacke. 95,2 im Blocken. Blöd. Zauberwillensverbrauch. Hm. Gesundheitswiederherstellung ist okay. Moralpunkte gewinnen. Das ist nett. Was hat denn unsers jetzt? Hier. Nahkampfsangriffsschaden, Willensverlust durch Block. Minus. Okay. Das sind jetzt nicht die krassen Sachen. Wir probieren es mal aus. Zeig mal her, was das kann. Oh, krass. Warte mal, können wir das ein bisschen näher betrachten? Nee, so nicht. Hier, hier vielleicht. Boah, was hat das für eine coole Scheide? Das sieht ja geil aus. Krass. Ach so. Ach nee, das ist das Schwert. Mir gefällt das Moveset leider nicht so. Zack, 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 zack. Es sind halt mehr Stiche. Ich mag lieber dieses... Dieses Schwingen, das mag ich mehr. Aber hier, die macht Stich, Stich. Stich, Stich, Wirbel, Stich. Hm. Weiß nicht, das ist bestimmt gut. Dualschwert des Chaos. Das ist bestimmt cool. Aber ich mag mein Schwert gerade. Nee, wir nehmen es erstmal nicht. Ich hätte halt gern... Ja, es wäre ein schöneres Schwert. Also das Schwert ist schön, aber... Ja, wir müssen auf jeden Fall hier mal das hier. Ja. Das hier wird unser neues Schwert, wenn dann. Ja, das habe ich jetzt ausgerüstet. Gut. Wir können ja, ich sag mal, zur Not. Naja, was heißt zur Not? Aber das als Zweitwaffe nehmen. Aber ich würde halt schon gern... Ja, ich bleib bei dem. Und ich rüste das jetzt auch einmal auf. Weil wir es eben gerade haben. Aber wir verkaufen erstmal. Ja, ja, mach mal ganz locker. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben Rüstung. Das haben wir ausgerüstet alles. Okidoki. Die Frage ist... Wir benutzen es nicht. Ich behalte es aber trotzdem mal. Das kommt weg. Verkaufen. Kann ich... End auswählen. Hier, auswählen. Sehr gut. Der kann weg. Der Krummsäbel bleibt. Der war ganz cool. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Weißer Holzknüppel haben wir hier oben einmal. Na, ja, muss ich mir richtig angucken. Hier ist nochmal einer. Eisenschwert. Ringknaufsäbel. Der kann aber weg. Bronzehellebarde kann weg, das kann weg. Großer Holzhammer kann bleiben. Das kann weg, das kann weg. Das... Warte mal, unser Bambusbogen ist Stufe 2. Was kann der?
Bogen, Willensschaden, Gesundheitswiederherstellung, Willensdauer. Okay, und was kann der? Bogen, Willensschaden, Kupferschutz, erlittener Willensschaden. Hm. Aber den anderen haben wir schon verbessert, also kommt der weg. So ein großer Unterschied ist es nicht. Kommt weg. Kommt weg, kommt weg, kommt weg. Der bleibt, der bleibt. Okay, und das... können wir da jetzt... Verkauf? Bestätigen. Verkauf. Was du bei dir trägst, wird zusätzlich Kupfer ins Lager schicken. Nein, ich will verkaufen. Zack. Geprüfte Ausrüstung bei jene, die... Ja, willst du verkaufen? Ja. Okay, das hat gut funktioniert. Schön. Jetzt gucken wir hier bloß noch mal ganz kurz. Willensgewinn durch Angriffe, Waffenschaden, Elementar verstärkt, Steinangriffskraft. Willensgewinn durch Angriffe, Nahkampfwillensschaden, Moralpunktgewinn. Der kommt weg. Ja, der hier kommt weg. Verkauf. Zack. Gut, da haben wir doch eine ganz nette Auswahl bisher. Die Bambus-Armbrust, da haben wir nichts anderes. Nö. Gut. Dann. Unsere Sachen, die wir tragen. Rüstung des Streiters der gelben Turbane. Ja, ich bleib aber bei der. Warte mal. Die ist besser. Steinangriff, Negastil-Effekt. 4% Schusswaffenwillenschaden. Also die hat eine bessere Verteidigung. Ach, weil die plus 1 ist. Oh. Oh. Hm. Ja, ist plus 1, ne? Ist halt verbessert. Aber die ist halt Level 4. Die hat halt noch einen Stat mehr. Wir machen erstmal die Sachen weg, die wirklich weg können. Das da, das, das, das. Das kommt weg, das kommt weg. Auch wenn die ganz cool war, glaube ich. Das kommt weg, das, das. Ich behalte es mal. Ich behalte mal alle Sachen, die auf Level 3 sind. Der Rest kommt erstmal weg. Und dann können wir uns das gerne alles durchgucken, was cool ist und was nicht cool ist. Weg, 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 weg. Zack, 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 zack. Ne, das bleibt erstmal. Das kommt weg. Und das kommt weg. Verkaufen. Ja, bitte. Okay. Jo. Sehr gut. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Doppeltes, das hier höchstens. Kampfkunstwitcher. Ich bleibe ja eh erstmal bei dem, nicht wahr? Aber es ist Level 3. Ja, das lasse ich erstmal alles drin. Und hier braucht man nichts verkaufen. Jetzt ist die Frage: Verbessern. Dreimal Rang 1 Stahl und 4000. Ich werd's. Nee, dann lieber meinen. Ja, lieber den. Ja. Ja, 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 ja. Lieber den einmal verbessern. Was kriegt der? 46. 7000.
Ja gut, an Kupfer mangelt es uns nicht tatsächlich. Und das kann ich ja farmen ohne Ende. Das Kupfer, das ist ja nicht schlimm. Das Leder ist es ja eher. Aber der Helm ist halt echt gut. Der ist halt echt gut. Ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Verteidigung wäre schon nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht. Ich warte lieber. Ich warte lieber noch. Oh, das ist eine Plus 1. Ach nein, die wird dann zur Plus 1. Ja, gut. Dann lasse ich das erstmal so, den Rest. Und gucken, wie wir durchkommen. Lieber noch was leveln oder sowas, weil, ja, ich glaube, das ist dann besser. Ja, ich lasse es erstmal so. Gut. Haben wir hier was Neues? Nee, ne? Achso, das war Verstärkung. Ich lese mal kurz vor. Wenn du an der Seite anderer Krieger kämpfst oder den Becher der Herzlichkeit benutzt, bildest du Allianzen mit ihnen und deine Schwurstufe steigt. Wenn deine Schwurstufe auf 5 oder höher steigt, verbessert sich die Leistung von Kriegern, die mit dir alliiert sind, solange ihr Seite an Seite kämpft. Sobald du Schwurstufe 10 erreichst, wird der Krieger dein Schwurbruder. Und du erhältst ein Exemplar seiner Lieblingsausrüstung. Du kannst diese Geschenke über Lieferung annehmen. Das ist ja cool. Krass. Ad Level 1. Hey, mit denen... Ja, ich wollte gerade sagen, mit denen sind wir aber Ad Level 4 und so. Cool. Hier kann man richtig angucken, was die so für Sachen haben. Und wenn wir hier auf 10 kommen... Oh, der hat gut im Angriff, ist der. Cool. Das gefällt mir. Tasse der Herzlichkeit verwenden. Was macht die? Gesundheit plus 18. Hm, der ist Holz. Interessant. Ja gut, wir haben ja Sun Yan gerade dabei. Komm. Wir schauen mal, was es hier so gibt und wie wir sterben. Aha. Gibt's hier noch was? Nee. Okay, wir sind schön leise, sind schön vorsichtig. Kommt er wieder zurück? Wie spät haben wir es überhaupt? Oh ja, gut. Stündchen können wir noch spielen. Stufe 0. Zack! Er lebt noch. Okay. Okay. Das sind die besten, die sie haben. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Zeig mal her. Oh Gott. Ich habe Angst. Da drüben ist einer. Ah. Kopftuch. Das Banditen der gelben Turbane. Ja, okay. Ich will coole Rüstung haben. Coole Sachen. Gib mir geiles Zeug. Oh je. Da oben. Mist. Verdrückt. Den haben wir erwischt. Lieber so als anders. Oh, schön, wie das immer leuchtet dann. Komm, ich warte auf den. Alles gut. Wir haben Zeit. Wir haben keinen Zeitdruck. Alles ist easy. Komm. Komm her. Ja, schön stehen bleiben. Oh, noch nicht tot. Dann so. Wo rennt der denn hin? Zack!
Das hat gut geklappt. Wo ist denn der andere? Hier war doch noch einer, oder? Da ist er. Komm. Zack! Wurfmesser? Okay. Ist gut zum Pullen tatsächlich. Also. Hat er was fallen lassen? Das leuchtet hier so. Nö. Ist eindeutig sehr gut zum Ranholen der Gegner. Da hinten ist ein Standard Armbrustbolzen. Okay. Aber hier könnte man tatsächlich für ein neues Level dann mal farmen. Wenn hier bloß die paar sind. Oh, da ist einer. Du siehst mich nicht. Wenn man schleichen kann, warum sollte man es nicht tun? Schön vorsichtig. Komm schon. Zack. Jetzt hoch zu dem Hexer hier oben. Oh, der hält ein bisschen mehr aus jetzt. Der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Der war nicht ganz so ohne. Man muss echt auf die Hexer aufpassen. Diese Zauber und sowas. Ja, sehe ich auch so. Schön. Hallo. Mira Ling, mein Name. Oh, Leder. Schön. Ist hier noch irgendwas? Nö, hier gibt es wirklich nichts. Warte mal, hier unten? Nö. Okay. Lieber zweimal gucken, als einmal zu wenig. Und jedes Item. Oder Item, wie auch immer, kann hilfreich sein. Feuerkessel. Mhm. Ach du Scheiße. Oh nein, nicht schon wieder so ein Vogel. Oh je. Schon wieder so ein Gockel. Und vor allen Dingen ist es nicht nur der Gockel. Da hinten sind noch andere Typen. Puh. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Was gibt's hier oben noch? Oh. Das ist gut. Eine ganze Stadt gibt's hier. Nett. Das ist nett. Und da gibt es Zauberer. Da ist eine Kiste. Hm. Da oben ist was. Okay, wir erkunden erstmal ein bisschen die Stadt. Und da können wir noch ein Level drauf knallen, würde ich sagen. Und hepp. Und tschüss. Okay. Das ging ganz gut. Und die Kiste hier hin. Komm mal her. Was haben wir denn hier? Hexenmaske, Stufe 4. Hier ist noch was drunter. Entgiftungstrockenfleisch. Oh nein. Ach stimmt, es gibt Gift. Ja. Entgiftungstrockenfleisch wird aus Erschuhfleisch gemacht. Einer Säugetierart. Hebt den vergifteten Status sowie den entsprechenden Statusaufbau auf. Erhöht außerdem für eine gewisse Zeit den Giftwiderstand. Laut dem Shan Yahin
besitzt dieses Tier von Körper einer Maus, den Kopf eines Hasen sowie die Ohren eines Elchs. Klingt wie ein Hund und setzt seinen Schwanz ein, um zu fliegen. Sein Fleisch lindert nicht nur die Schwellung des Unterleibs, sondern ist auch in der Lage, alle Gifte aufzuheben. Ja, nett. Also sowas kann man schon mal gebrauchen. Weidensaat erlaubt dir bei Verwendung, dich von deinem Begleiter zu trennen. In Zhongyuan ist es Brauch, einen Zweig von einer Weide zu brechen und ihn als Abschiedsgeschenk an jemanden zu geben, der zu einer Reise aufbricht. Der Hanzi, das chinesische Schriftzeichen für Weide, teilt seine Leseart mit dem Hanzi für Festhalten, weshalb dieser Brauch den Widerwillen ausdrücken soll, zurückzubleiben. Aha. Was ist nicht alles? Also, krass. Schön. Finde ich sehr gut, sowas. Also, diese Erklärung und so. Finde ich sehr gut. Mag ich gern. Bitte mehr und weiter. Das macht Spaß. Zu lesen. Ich mag das. Ich mag das sehr gern. Auch wenn wir am Ende länger vielleicht fürs Spiel brauchen, aber ich habe ja Zeit. Alles gut. Dann lieber noch interessante Sachen erfahren. Was ist hier? Ah, der ist hier. Shit. Ah, fuck. Ich hätte voll reindreschen können. Und hab's verkackt. Oh, what? Nee, 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 geh mal weg. So nicht. Lieber so. Der hat mich aber erschreckt jetzt. Versteckt er sich da hinten hinter die Kisten? So ein frecher Bub. Frostfeste Erde. Was ist das denn? Frostfeste Erde ist eine geheimnisvolle Art von Erde, die gegen Kälte schützt. Hebt den Kältestatus sowie den entsprechenden Statusaufbau auf. Erhöht außerdem für eine gewisse Zeit den Eiswiderstand. Alten Legenden zufolge gab es nicht nur eine Art Erde, die Kälte versiegeln konnte, sondern auch eine Art Erde, die gegen Flutkatastrophen schützen sollte. Diese nannte man Zirang und Zitu und beide konnten sich selbst vermehren. Man sagt, Yu der Große habe sie gegen die Wasser der großen Flut eingesetzt. Cool. Was es nicht alles gibt. Oder geben soll. Okay, in die Häuser hier kann ich leider nicht rein. Wie es aussieht. Okay, hier betet. Hier sind noch Zauberer oder so. Aber hier hoch. Und da hoch kann ich auch. Sehr gut. Mach die Kiste auf. Wir gucken, was da drin ist. Oh, Stahl und Dings. Das ist gut. Und irgendwo ist hier ein Zauberer. Der ist bestimmt da drin. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ach komm, wir saufen mal einen Schluck. Na, da oben ist er. Ah. Okay. Treffe ich den nicht von hier oder was? Jetzt. Sehr gut. Auch noch jemand gerecht. Rüstung der Wuhan. Na, ah, Mist. Schön ruhig und zack. Ah, Mist. Den haben wir nicht ganz gekriegt. Aber der weiß nicht, wo wir sind. Das ist okay. Mensch, wie viel hält denn der aus? Habe ich noch einen Pfeil? Oh, er kommt hoch, oder? Kommst du hoch? Ja, jetzt. Komm.
Ja, so schön. Zack. Super. So ist es doch prima. Da sind Wölfe. Oh, und hier ist noch der Big Boss, oder was? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Let's go. Zack. Woo! Der war geil. Shit. Woo! Tschüssikowski, Junge. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Was? Oh. Ein frecher Hund. Komm her. Und einmal Standarte aufstellen, bitte. Super. Sehr gut. Und dann können wir, wie es aussieht, gleich mal... Oh. Stufe 3. Zeig mal her. Achso, der andere war auch Stufe 3. Zauberer. Da ist der besser, der ältere. Finde ich. Oh, Blockenschwierigkeit. 125%. Der ist sogar noch besser als mein Schwert jetzt gerade. Aber der skaliert so scheiße. Nee, ich bleib bei meinem Schwert. Er hat 117 Blockenschwierigkeit. Das ist schon ganz gut. Damit komme ich schon ganz gut zurecht. Ich blocke nicht gut. Ich blocke leider nicht gut. Aber ich versuche es. Ja, du bist so weit weg, ne? Aber du bist nur einer. Oh, jetzt kommst du aber schön nah ran. Das finde ich gut. Und tschüss. Sehr schön. So mag ich das. So mag ich das. So, wir hatten hier drinnen noch einen Gegenstand. Und da oben steht einer auf dem Dach. Haha. Nee, 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 nee. So nicht, mein Freund. Dich hole ich mir dann vorher. Da noch wer? Gut. Armbrustbolzen. Was haben wir hier? Pfeile. Okay. Gucken wir uns ein bisschen um. Wolfi. Na los. Hat geklappt. Okay, der Wolf hatte einen Helm dabei. Das ist okay. Kann man mal machen. Shit, ich wollte leveln und so, ne? Bevor ich mich hier weiter durchkämpfe. Oh, aufpassen, da oben ist einer. Oh, Panzerhandschuhe. Schön langsam, schön ruhig und zack. Tschüssi. Läuft doch ganz gut. Läuft doch ganz gut. Rang 16. Nee, Rang 8. Nicht 16. 16 habe ich da drüben gerade gelesen. Da hinten ist noch eine Fahne. Hm. Okay. Wo ist denn der Kollege hin? Hat der so einen langen Weg? Ach nee, da ist er. Okay, Eidstufe 2. In dem Haus ist noch einer. Hier ist der kleine Panda. Hi, kleiner Panda. Was geben wir dir denn?
Hier, ich kann dir bestimmt irgendeine Waffe geben, oder? Oder eine Rüstung oder so? Hier, guck mal, das habe ich gerade gefunden. Willst du das nicht haben? Guck mal, nur für dich. Das ist ganz tolles. Lass dir schmecken. Danke. Was hast du hier Schönes? Kriegskunst-Klassiker. Bänder jetzt. Schön. Finde ich lustig. Was haben wir denn da? Das ist hier. Kriegskunst-Klassiker. Wasser, Gegner, Gespür, Willensgewinn. Ja, gut, ist jetzt nichts. Nichts Besonderes. Da war die Dizi-Flöte besser. Aber was man hat, hat man. So, und was ist mit dir, Kollege? Der stand da einfach rum. Na gut.